Hallöchen und willkommen zurück zu unserem Pokémon Feuerrot Freegather. Und warum befinde ich mich am Anfang von Island 1? Die können mir doch nicht erzählen, dass sie jetzt es echt schon geschafft haben. Doch. Naja. Okay. Dann haben sie wohl Lavados schon gefangen. Einer der beiden, und ich glaube, ich weiß auch schon wer, hat wahrscheinlich wieder mal seinen Bart überzogen. Warum heißt es überhaupt Selena? Ob das mit Selena Gomez zu tun hat, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall ein lustiger Name. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich Lavados fangen muss mit ein paar Superbällen. Stimmt, hat er den Meisterball verwendet? Okay. Hat er gecheatet oder was? Es geht. Ich glaube, ich muss mir wieder die Parts der anderen anschauen. What's going on? Nun werde ich aber erstmal hier auf Island 1 zurücksurfen. Da gibt es irgendwas. Ich weiß auch nicht mehr genau was, aber ich weiß, dass man dann noch surfen konnte. Stony braucht scheinbar Level Up. Okay. Metronom. Das Glück wird entscheiden, was er einsetzt. Und das ist Stärke. Das ist eine gute Attacke für ihn. Es steppt drauf, was eine normale Attacke ist. Und er hat sowieso einen hohen Angriffswert. Also passt das ja alles. Wunderschön. Down. Nochmal Europe. Gegen den können wir aber eigentlich auch... okay. Buhu ist schon auf Level 49. Gut, dann lasse ich mal den Wechsel. Normalerweise würde ich ihn jetzt aber auf jeden Fall mit einer Pflanzen- oder Elektroattacke angreifen. Aber gut. Stony braucht die Level Up. Weil für ihn kommt nicht mehr wirklich was und ich wüsste nicht, wie wir ihn für die Pokéliga nochmal wirklich rüsten könnten. Oh, aber bei Yugong wechsle ich dann doch. Aber ich werde jetzt mal das Training mehr so auf Stony fokussieren. Damit der an den Leveln her aufschließen kann. Aber die anderen drei müssen auch kommen. Wer war denn das? Ich glaube, Gyarados braucht noch Level. Und... Oh, mir fällt das jetzt erst auf. Arctos ist nicht mehr im Team. Wegen Lavados, oder... Warum? Ist es jetzt doch kein Teammitglied? Ich bin über nichts informiert hier. Naja, wenn er beim nächsten Mal wieder drin ist, dann wird er wohl zum Team gehören. Aber wir machen jetzt einfach mal ganz normal weiter. Wir werden auch in der Story weitermachen, wenn ich das schaffe. Ja, aber das schaffe ich mal, bevor ich den ganzen Part bestimmt nicht hier hinten verbrauchen, oder? Aber ich bin echt gespannt, was gab's denn da hinten? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Es wird echt interessant. Das da ist jemand, der Vogel-Pokémon trainiert, oder was? Nee, niemand ist es. Die Strömung spült einige brauchbare Dinge hier an den Strand. Daher durchkämme ich den Strand hier regelmäßig. Okay, das ist für uns die Information. Zücke deinen Detektor. Oh Gott, die Dinger waren ja damals noch so ein Schrott. Uiuiui. Na, wo ist das Item denn? Wo habt ihr es versteckt? Was? Zum. Oder flackt es da am Eck? Aha. Hyperball. Sonst noch was hier? Ist jetzt ja nicht so der Hammer. Haut mir noch nicht aus den Socken. Aber nee, scheint wohl nichts mehr zu geben. Dann ist hier nur noch hohes Gras. Wo es mit Sicherheit ein paar wahrscheinlich seltenere Pokémon gibt. Also wohl nichts Besonderes für uns. Okay, dann lasst uns zurückfliegen. Oh, was wir nicht können, nicht wahr? Jetzt muss ich dem auch noch Fliegen beibringen, oder wie? Ah nee, dann surfen wir halt das Stück. Mensch, wieso hat er denn Arctos raus? Bin gespannt, ob er sich Caleb darüber aufregen wird. Wird er ja vor allem tun, wenn Arctos zum Team gehört. Was müssen wir jetzt machen? Das ist die große Frage, die vor allem Markus nicht weiß. Ich helfe ihm aus. Und zwar, wir müssen zu Island 2. Und dann gibt es da ja... Moment mal. Der Z-Behälter kann ja eingesetzt werden. Dann halt nicht. Wurde das Item schon geholt? Ah, dann lass wieder an mir kleben. Okay, Porenta, komm her. Wir müssen hier in die Spielhalle und da gibt es ein Problem mit asozialen Menschen. Dazu gleich mehr. Ich muss jetzt nur gucken, wo Porenta hin ist. Da.
Tschüss, Lavados oder Selena Gomez. Na, heilen können wir uns auch gleich, wenn wir hier schon mal sind. Und dann werden wir eigentlich auch schon zu Island 3 aufbrechen müssen, weil auf Island 2 gibt es nicht viel. Da gibt es nur den einzigen Itemshop auf den drei Islands. Und eben die Frau da am Kap ganz oben, die dann diese Spezialattacken für die Starter beibringen kann. Mehr ist hier so weit nicht. Nö, ist die kleinste Insel und die unbedeutendste. Ein Beleber war hier also. Okay. Ist ja wenigstens mal nicht so ein schlechtes Item. Dem sein Sortiment wird übrigens mit der Zeit besser. So, ab in die Spielhalle. Da tritt der Typ ja gleich mal durch. Wo ist Irma heute? Genau um diese Zeit bringt sie mir immer mein Mittagessen. Weil ich faule Sau zu doof bin, mir selber was von Maggie zu holen. Hm? Du da? Bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier für lange Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was ist, wenn... Was wäre, wenn meiner Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte such auf Island 3 nach ihr. Das ist meiner Meinung nach total schlecht übersetzt worden, ey. Das ist Spielhalle oder was? Boah, wie tief kann man noch sinken, ey? Die Narren, Alter. Sie sagten, sie würden auf den Insel warten, also wo sind sie, ey? Ey, du, ist das hier das einzige Island 3 oder was, ey? Versuch aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriegst, du Hallo, die Mann, ey. Das ist Island 2. Ach nee, jetzt spricht der andere! Scheiße! Das war jetzt nicht ganz klar. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder von Motorrad mit. Hä? Oh, ich hab dich. Diese Insel ist voll verwirrend. Oder weiß man echt nicht, wer spricht. Das ist echt immer ein Problem bei Nintendo gewesen. Das geht mir auf den Sack. Sieh dir das nur an. Dieser Halodri hat meinen Teppich abgenutzt. Ja, ich trappel jetzt auch noch da schön rum. Jetzt gehe ich erst. Okay, wir sollen zu einer 3. Ist eh viel cooler. Da gibt es auch wieder sehr, sehr viele Trainer. Und einen großen Wald. Aber leider ist Island 3... voll von Asis. Dieser Typ hat sich ja schon angekündigt, der hat nämlich Island 2 mit Island 3 verwechselt, der wollte eigentlich hierher. Das wird, es gibt wohl mehr von denen. Oh, tatsächlich. Guck mal, was geht ab. Hey, wer bist du? Ich rufe die Polizei. Oh, die schüchtern die ganzen Leute ein, was geht eigentlich? Was ist das da hier? Tri-Island-Pfad. Hey du, wie geht es dir? Du fragst, was ich hier mache? Warum? Ich suche nach Gold. Wenn ich reich bin, kaufe ich mir ein Haus in Kanto. Na dann, viel Erfolg. Zu dem Typen sollte man irgendwann mal nämlich zurückgehen, weil er tatsächlich etwas findet. Was geht hier ab? Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Hä? Ich bin gerade da angekommen, ey. Was soll deine feindselige Einstellung, ey? Das ist so abweisend von dir, voll verletzend, aber... Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben und vor allem, wie viel uns das kosten wird? Nee, check ich voll so gar nicht. Sieh dir das an, ey. Was machst du, um dich zu amüsieren, hä? Du sollst uns dankbar sein, ein wenig Schwung in diese blöde Kafke gebracht zu haben, ey. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tue ich doch. Oder bring mich weg. Komm. Zeig mir, wie stark du bist, hey. Er vielleicht nicht, aber ich. Er ist klasse, ne? Wenn du vertreiben willst, dann musst du erstmal mit mir kämpfen, ja. Das willst du echt? Scheiße. Damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Ach, die alten Bekannten der Bösen, Morgon und die ganzen Gift-Normal-Pokémon da. Immer das gleiche Gedöns. Ihr könntet ja gleich direkt zu Team Rocket übertreten. Aber wow, wer steckt das weg? Ich bin beeindruckt. Zeigt mir aber sogleich auch auf, dass Stony auf jeden Fall noch ein paar Level braucht. Ja, so welche ungefähr. So welche Attacken, aber nicht so. Nee. Hier nicht. Slimer haben sie auch. Gut. Schaffen wir den? Sollten wir. Tun wir auch. Gut.
habe jetzt nicht die Werte im Kopf gehabt, aber ich glaube schon, dass das möglich war. Vielleicht hat das Mogon auch einfach nur Glück. Boah, das war so klar, hey. Ey, was machst du mit meiner Freundplatte? Ich werde ihn rächen, Mann, yeah. Als ob du viel besser bist. Mit nur einem Pokémon. Auch nur Smogon, wenn es wenigstens Smog-Mog wäre, gell? Und dann nur ein Level mehr. Was für ein Loop, ey. Komm, Metronom. Mach was ganz Starkes, Relaxo. Ja, Raster aus, genau. Voll den Raster und weg. Das geht. Gibt's doch nicht. Ist eine Drachenattacke aus Raster. Kann mit der Zeit verwirren und das ist doch wohl ein Scherz jetzt. Warum war das klar? Oh, glücklicherweise hat Spony scheinbar eine Bäre, die die Verwirrung aufhebt. Gut, gehen wir lieber jetzt auf Nummer sicher, setzen Body Slam. Ach komm, hey. Das war doch nur einmal Rauchwolke. Ein einziges Mal. Hey, bin ich hier im falschen Film oder so? Dreimal daneben. Wegen einmal Rauchwolke. Das ist eine krasse Bilanz. Wenn ich so überlege, wie oft ich das immer einsetzen muss, damit der Gegner mal nicht trifft. Mensch, Mensch, Mensch. Boah, du nervst voll, Mann. Voll unfreundlich. Wir haben den Boss hierher eingeladen, aber du musstest es verpassen, verdammt. Du hast uns lächerlich gemacht. Mit größtem Vergnügen. Der Typ greift aus zweiter Reihe aus an und kommt auch noch mit einem Pokémon und das ist diesmal Slimer. Also relativ ideenlos waren da die Entwickler meiner Meinung nach. Mensch, erstmal schicken sie einen raus mit Slimer und Smogon auf 37 und dann zweimal die Typen einzeln mit einem Level höher. Unnötig down. Ach. Da staunst du was? Ey, Boss, du musst etwas gegen dieses Kind unternehmen, hey. Tschüss. Ich hab dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast, ja. Was bist du? Ein Freund oder was? Dann musst du an ihrer Stadt gegen mich antreten. Alter, wie schaust du denn aus, hey? Immerhin hat er die Weiterentwicklungen. Meinst du den packst du? Nee, gell? Musst du aber! Body Slam! Nein! Meine Hassattacke! Es geht ja wieder alles schief. Bitte. Ja, er trifft's aber, es wird ihn nicht besiegen, glaube ich. Nein, bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Schlammbart. Aber vergiften kann er mich eigentlich nicht wirklich. Ja, es hat er getroffen. Das ist gut, aber wir sollten einen Wechsel durchführen, damit die Wirkung von Rauchwolke nicht mehr anhält. Und zwar wird den Rest Terminator erledigen. Ach stimmt, da hat mir jemand einen richtig guten Tipp gegeben. Und zwar, wenn wir wieder zurück nach Kanto gehen können, dann müssen wir unbedingt in Prismania City für ihn Schaufler kaufen. Wobei es jetzt am Ende auch nicht mehr so wirklich viel Sinn hat, weil in der Arena bekommt man ja dann Erdbeben und das wird er dann auch auf jeden Fall erlernen. Aber genau jetzt habe ich das Problem. Ich brauche eine Bodenattacke und habe keine. Weil Boden wäre jetzt sehr effektiv gewesen. Schade, aber immerhin schreckt der Gegner zurück und ich kann ihn somit besiegen mit einmal Steinhagel und einmal Stampfer. Das war jetzt Glück. Das habe ich echt nicht mehr gewusst, dass man das in Prismania City kaufen kann. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Dankeschön. Werden wir noch machen. Oh, komm ey, verpiss dich. Hi. Danke. Diese Typen haben nur Ärger gemacht, Mann. Oh, deine Pokémon wurden wegen mir verletzt. Sekundas erhält Top-Genesung. Du hast wirklich beeindruckende Pokémon bei dir. Danke. Was bist du für einer? Es wäre großartig, wenn jemand wie du hier leben würde. Ich hoffe, du bleibst wenigstens eine Weile hier. Wie bitte? Du siehst immer. Ist schon eine Weile her, dass ich immer zur Bundbrücke gehen sehen habe. Ja? Bundbrücke? Der Deutsche Bund. Geiler Name, hey. Ah, da liegt ein Pokéball. Den holen wir uns doch, wenn wir jetzt schon mal Porenta dabei haben. Und Schlitz. Und es ist Zink. Brauchen wir nicht. Mal so gar nicht. So, und auf dieser Route gibt es jetzt eine Menge Trainer und das ist auch schon die Bundbrücke.
werden wir Irma finden, das kleine Kind, das sich verlaufen hat beim Mittagessen holen vom Mackie für ihren Vater. Hä? Aha. AP plus, episch. Das sollten wir auf keinen Fall verschwenden. Ja, was soll das denn? Das ist ja mal Schikane ohne Ende, hey. Gut, dann beende ich meinen Part hier und Gale wird die nächsten Kämpfe hier ausführen. Bis zum nächsten Mal in Pokémon Feuerrote Edition. Und warum rede ich so langsam? Ich weiß es auch nicht. Tschüss.